sagen, alle bleiben zusammen, alle gehen da rüber, sonst müssen wir. Fehlschlag und dann. Er wird ihn doch gleich sicher erklären. Ich bin dann beides. Für Kleinteile. So, die winken wild durch die Gegend. Ja, die möchten irgendwas filmen von da hinten. Ja, gut, das weiß ich nicht. Wissen nichts, winken allein. Danke. So. Ich bin Wolfgang Wolf. Vom Namen her bin Fachkundiger der staatlichen Kampfhilfebeseitigung in der Bezirksregierung Düsseldorf. Meine Amtsbezeichnung ist technischer, oder was heißt Amtsbezeichnung, ist es nicht. Ein technischer Einsatzleiter, der leitet diese Truppe im Koordinationseinsatz mit allem A bis Z. Und bei solchen Situationen wie heute arbeitet die Kampfhilferäumung mit zwei Fachkundigen. Langzeitbezündete Bombe heißt, wirft mehr oder weniger Spannungen auf, immer. Großladungsbomben das gleiche, hatten wir heute zwar nicht. Und deshalb wird der technische Einsatzleiter dann von dem Außendienst und dem Fachkundigen dazugerufen. Hier haben wir heute eine harte Situation dahingehend. Langzeitbezündete Bombe mit Ausbruchsperre haben die meistens. Das heißt, wir können von der Kampfhilferäumung her nur per Fernentschärfung arbeiten und haben heute das Pech gehabt, aufgrund eines technischen Defektes in der Bombe selber, die Innenteile waren gebrochen. Das hat beim ersten Mal nicht geklappt. Wir mussten also mit gleicher Arbeitsweise nochmal in den zweiten Versuch rein, der dann aber Gott sei Dank funktioniert hat. Ja, also man kann sagen, sowas kommt schon sehr selten vor. Das ist ein Bombentyp, beziehungsweise der Bombentyp, den haben wir öfter, aber in Verbindung mit diesem Langzündzünder und mit diesen technischen Problemen ist das eine Ausnahmesituation. Das ist der Zünder, den wir ausgebaut haben. Hier sieht man sehr schön die Prägungen von unserer Ausbaurichtung, wo das festgesetzt worden ist. So sieht ein Bauteil aus, wenn es in der Bombe steckt. Diesen Teil sehen wir als Fachleute und alles, was drin ist, sehen wir nicht. Prägnant für uns sind bestimmte Außenteile, woran wir erkennen können, welche Zündeinrichtung es ist. Und dementsprechend wird dann unsere Arbeitsweise auch ausgerichtet.